Hallo Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren Good to Know in Zelda Tears of the Kingdom Guide von mir. In diesem Guide will ich euch zeigen, wie ihr in den Wald der Crocs kommen könnt, um da den Deku-Baum zu heilen und letzten Endes den Croc-Gleitstoff zu bekommen. Und zwar bin ich hier, rechts von den verlorenen Wäldern. Und wir wollen hier zum Wald der Crocs. Wenn ihr jetzt aber versucht, egal von welcher Seite durch den Nebel zu laufen, werdet ihr immer wieder rausteleportiert. Deswegen müssen wir nämlich in den Untergrund zum Hain der Crocs. Da können wir entweder über dieses Loch hier gezeigt hinkommen oder wenn wir rechts in den Todesberg unten in dem Gebiet sind, können wir da einfach auch nach links rauslaufen, um dann zu dieser einen Wurzel zu kommen. Wir fliegen aber mal durch dieses Loch, was südlich des Crocwaldes liegt. Das Ganze mal im Zeitraffer, weil in das Loch fliegen, das kriegt jeder, denke ich, hin. Abgrund im Tilori-Wald. Hier unten würde ich nicht bis zum Boden fliegen, sondern kurz orientieren, wo wir sind, wo Norden ist. Wir wollen nämlich nach Nordwesten, also fliegen wir in die Richtung und dann nach links. Ich habe hier jetzt schon alle Leuchtwurzeln aktiviert. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, empfehle ich euch natürlich, genug Leuchtsamen dabei zu haben. Und wenn ihr seht, dass hier eure Ausdauer so schwindet wie meine, hier kurz auf dem Ast erholen. Dann seht ihr, gibt es hier nur diesen kleinen Spalt, der in den Crocwald führt, also unten drunter. Und hier kann man eigentlich schon sehr gut die Wurzeln des Deku-Baums sehen. Den Leuchtsamen habe ich sogar noch nicht mal aktiviert, das mache ich hier nach dem Video. Und da drüben, wo die Wurzeln hier von der Decke hängen und dieses eine säulenartige Gebilde runterhängt, da wollen wir hin. Auch das ein bisschen im Zeitraffer, weil ihr seht ja, wo es hingeht. Wie gesagt, wenn ihr genug Leuchtsamen dabei habt, könnt ihr die immer hier so rumfeuern und dann würdet ihr da Licht bekommen, wo die landen. Aber hier unten hängen ja auch diese Kerzen. Oh, noch die Irrlichter einsammeln, wenn wir hier sind, nichts verpassen. Hier unten sind ja auch diese Kerzen, beziehungsweise es gibt auch Leuchtteile von dem Deku-Baum, die uns hier den Weg weisen, auch wenn es dunkel ist. Gegner einfach ignorieren. Diese kleinen Leuchtteile hier, diese Leuchterbsen da, die meine ich. Den Deckensprung ausrüsten, dann hier hochspringen und dann landen wir auf diese Art und Weise im Wald der Crocs. Hier oben angekommen seht ihr, dass der Nebel eigentlich ziemlich lila und eklig ist und keiner von den Crocs irgendwas sagen kann, weil die sind alle quasi wie gelähmt. Denen geht es nicht so gut hier drin in der Sphäre. Natürlich hier erstmal den Schrein aktivieren. Wenn ihr dann hier hoch zum Deku-Baum geht, seht ihr, dass es dem nicht so ganz gut geht und dass hier roter Nebel aus seinem Mund rauskommt, was natürlich auch kein gutes Zeichen ist. Wenn wir den jetzt ansprechen, sagt er rechts, es rumort mir im Magen. Und dann gehen wir einfach unten unter dem Mund hier in den Eingang, der auch schon in Breath of the Wild hier war. Und wenn wir da durchgehen, sehen wir da hinten eigentlich schon die Verheerung Ganons, das Miasma, was hier überall rumhängt. Und da genau gerade durch ist dann da einfach ein Loch. Da springen wir rein. Nochmal kurz Equipment checken. Ich nehme hier das Knochen-Set bzw. das Leuchtset, weil es die Knochenwaffen verstärkt und weil ich mit meinem Masterschwert eine Knochensynthese vom Moldora-Kiefer gemacht habe. Wie ihr hier sehen könnt. So, dann springen wir da unten rein. Die Kuhbaumabgrund. Und hier unten angekommen würde ich nicht auf den Boden fliegen, weil da unten Miasma-Hände sind. Und das ist ziemlich tödlich in der Regel. Egal wie weit ihr seid, die packen einen, halten einen lange gefangen und ja, machen die Herzen mit Miasma kaputt. Ihr gleitet also langsam runter, bis die unten spawnen. Das könnt ihr an der Pfütze sehen. Dann kommen die da raus. Ich schieße mit drei Bombenpfeilen da runter, also mit einem Leuenbogen und den Donnerblumen. Jetzt sind die ganzen Hände schon tot. Und jetzt spawnt ein Phantom-Ganon.
Den könnt ihr hier schon prügeln, bevor er komplett erschienen ist. Und dann seht ihr, der ist eigentlich schon fast halb tot. Einmal trifft er mich hier. Uninteressant. Und da ist er schon besiegt. Der droppt jetzt hier einen Dämonenbogen und eine Miasma-Waffe. Aber die ignoriere ich, weil wenn man die benutzt, dann schwärzt das die Herzen, als würde mein Miasma stehen. Das ganze Miasma hier innen drinne verschwindet. Und dann kommen die Crocs hier runter und sagen, danke, dass du das Ding besiegt hast. Der Dekubam wartet schon im Wald der Crocs auf dich. Das heißt, dem geht es jetzt viel besser. Die Finsterklumpen würde ich mitnehmen und hier den Bogen des Dämonenkönigs und die Miasma-Klinge lasse ich wie gesagt liegen. Die gefallen mir nicht. Die sind zwar sehr stark von Natur aus, aber wie gesagt, wenn wir die benutzen, kriegen wir Miasma-Schaden auch oben an der Oberwelt und das ist einfach nicht cool. Meiner Meinung nach ist es das auch gar nicht wert. Den Knochenrüstungsguide bzw. den Leuchtrüstungsguide und wie das Ganze umgesetzt wird mit Knochen und so weiter, zeige ich euch in einem Extra-Video. Dann teleportieren wir uns nach oben. So, und jetzt sehen wir schon, sieht der Nebel und eigentlich alles wieder sehr viel besser aus, so wie wir es auch aus Breath of the Wild kennen. Und dem Dekubam geht es ja auch besser. Oh, wer ist da? Verzeiht mir, hat er einen bösen Traum, bla bla bla. Der zeigt uns jetzt auch eine Cutscene, die könnt ihr euch angucken. Ich schneide die hier raus, weil die geht auch relativ lange. Und wenn wir damit fertig sind, bekommen wir dann halt das verlorene Heldenschwert als Quest abgeschlossen. So, jetzt sind wir hier aber noch nicht fertig. Erstens haben alle Crocs hier ringsum jetzt noch Quests, die könnt ihr gerne erfüllen. Ich habe das jetzt in dem Video nicht gemacht, sondern ich wollte euch nur zeigen, wie ihr hier den Crocwald wiederherstellt. Und zeige euch aber jetzt noch einen kleinen Trick, wie ihr nämlich den Crocstoff für euren Gleiter kriegen könnt. Wenn ihr hier seht, der da hat einen Quest, der da hinten, der unter der Wurzel lang geht, hat einen Quest. Der Älteste sagt hier, oh, bitte kümmere dich um die Crocs, bla bla. So viele Sorgen. Wir gehen aber jetzt hier rein. Mittlerweile ist dann jetzt hier ein Shop drin. Und benutzen hier mal den Deckensprung. Hier oben angekommen steht der kleine Typ hier, der sich hier eine geheime Höhle einrichtet. Dem müssen wir 4 Schleichglöckchen und 2 Riesenleuchtsamen geben. Wenn wir den Prinzessinnen-Enzian nehmen wollen, rastet er aus. Und ansonsten sprechen wir den hier an. Und er sagt, ah, hast mich entdeckt, du bist hier reingekommen, bla bla bla. Mach mir einen geheimen Raum, den ich hübsch dekoriere. 4 Schleichglöckchen, 2 Leuchtsamen, aber die großen. Ne, 2 richtig große will er haben. Die geben wir ihm dann. Und bekommen dann dafür den Krogstoff. Den wollte das Vieh eigentlich als Teppich benutzen, aber schenken uns jetzt. Hier sind wir jetzt eigentlich fertig. Wenn wir jetzt noch oben auf den Baum drauf gehen, geht auch wieder mit Deckensprung, aber nicht an jeder Stelle, wie ihr seht, finden wir oben noch einen letzten Krog, der uns hier einen Quest gibt. Aber das interessiert uns hier nicht groß. Wie gesagt, ich wollte euch nur zeigen, wie ihr den Wald rettet und wie ihr dann zu der Möglichkeit kommt, alle Quests hier anzunehmen. Ich zeige euch jetzt noch, wie der Krogstoff aussieht auf dem Gleiter und dann sind wir mit dem Video schon durch. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das geholfen hat. Freue mich wie immer, wenn ihr mir ein paar Däumchen nach oben da lasst und mich abonniert. Schaut gerne auch in die anderen Guides rein und dann danke ich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Episode. Macht's gut!